Hi Leute und herzlich willkommen hier beim Gitarren mit Medesart. Und heute kommen wir zu einem neuen Lick in A-Moll, mal wieder generiert aus einer Session mit einem Schüler. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Gefällt mir, dass die ganzen Schüler jetzt gerade so ein bisschen Bock haben auf Improvisieren. Das ist sowieso mein absolutes Thema. Und ja, das ist ein Lick, das haben wir sehr, sehr langsam zusammengebaut. Man kann natürlich alles sehr, sehr schnell spielen. Aber hier ging es um Koordination mit ein bisschen Tapping. Ich werde es gleich mal langsam ein bisschen schneller spielen und dann erkläre ich, wie es funktioniert und was eigentlich überhaupt das Ziel daran ist. Also, wir machen den Backing Track an. Noch einmal. So ungefähr. Ich habe jetzt ein paar Variationen gespielt, weil manchmal man doch so ein bisschen mit den Fingern, die Finger wollen was anderes als das Gelernte. Aber im Grundprinzip geht es darum, wir sind in der A-Moll-Pentatonik und in der Übung ging es darum, dass wenn wir tappen, können wir in der A-Moll alle Bünde des 12. Bunds nehmen, also praktisch jede Seite vom 12. Bund. Das bedeutet, egal wo, es wird passen. Ich werde gleich noch mal ein bisschen was zeigen dazu. Wir machen erstmal vielleicht sogar eine kleine Vorübung, und zwar die Tapping-Übung. Es geht darum praktisch, dass wir hier die Pentatonik spielen. Also 5, 8, 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8. Ja, also der gute alte Standard. Und dann, was wir machen ist, wir spielen einmal die 5 an. Tappen mit dem Mittelfinger hier auf die 12. Ich weiß, ihr könnt das nicht so gut sehen, aber hier sind die Dots. Also das ist der 12. Bund. Wir spielen einmal den 5er an. Ja, tappen hier rauf mit dem Mittelfinger und machen einen kleinen Pull-Off nach unten. Nicht nach oben, weil das kann sehr unsauber sein. Ich würde es immer nach unten machen. Und dann mit dem kleinen Finger auf die 8 raufhauen. Und das machen wir darüber auch. Darüber auch. Hier nicht vergessen, 7. Bund. Ja, ich mache es immer. Also, das ist eine Möglichkeit, um es erstmal reinzukriegen. Ich mache es immer unterschiedlich. Ja, es ist immer unterschiedlich, wie ich das mache. Wichtig ist nur, ich habe hier einen 12er. Was auch sehr geil ist, und zwar, wenn ihr andere Licks habt, könnt ihr auch immer diesen 12er hier benutzen als so eine Art Ruhepunkt, um mal ein bisschen Dynamik reinzubringen. Das heißt, ihr seid in eurer normalen Pentatonik, in der A-Moll. Und am Ende eines Licks slidet ihr oder spielt die 12. Probieren wir mal aus. Ich mache jetzt irgendwelche Random Licks. Und so weiter. Also ja, das Ziel dabei ist praktisch, dass ich immer wieder hier so einen Fixpunkt habe und gar nicht nachdenken muss, also keine Hirnleistung benutzen muss. Ich muss nur treffen, ja, von hier oben bis nach unten in die 12. Und ich kann hier praktisch irgendwas spielen und immer in die 12 gehen. Das sind immer ganz gute Trigger oder Key-Trigger, damit man es sich noch leichter auf den Griff kann, ohne dass man hier irgendwas spielt und sagt, oh, ich würde jetzt gerne hier runter. Was ist denn hier? Und dann öffnen sich irgendwie 20.000 Möglichkeiten. Nein, wir haben eine einzige Möglichkeit. Und von hier kann man ja auch weitergehen. Ja, von hier nach hinten geht's auch. Ja, also ich kann praktisch von hier auf die 12 und von hier auf die 12. Habe immer hier so eine Art Brücke, in der ich die Skalen dadurch wechseln kann. Okay, kommen wir zu unserem Lick, weil das war eigentlich das Wichtigste. Und zwar, was wir zuerst machen ist, wir tappen, also theoretisch bräuchten wir nicht spielen. Wir tappen erstmal auf die 12, haben den Zeigefinger hier auf der 5e und releasen. Dann wird der kleine Finger raufgehauen. Dann wieder getappt, wenn der kleine Finger drauf ist. Und jetzt machen wir einen Slide, Reverse Slide.
Ja, umso schneller, umso besser. Da ja, muss man so ein bisschen probieren, wie es bei der Gitarre sich gut anfühlt. Aber wichtig ist Halbton von der 12 auf die 13 und wieder zurück. So, also dann haben wir Pull-off und kleiner Finger auch Pull-off. So, dann haut der kleine Finger auf die 8b-Seite, wir sind die ganze Zeit noch in unserer Pentatonik, und der Mittelfinger haut hier auf die 12. Und wir machen ein Pull-off auf der 12 und Pull-off mit dem kleinen Finger auf die 5. Das bedeutet erstmal von hier den kleinen Finger auf die 8 schieben, dann hat der Zeit hier hochzugehen. Also nochmal. So, dann kommt das nächste. Wir hauen, also wir spielen nicht, sondern wir, also eigentlich fast alles Legato hier. Wir hauen auf den 7. Bund der G-Seite. Sliden einen Ganzton nach vorne auf die 9. Sliden wir zurück. Und pull offen von der 7 auf die 5. So, nochmal. Dann nochmal Slide auf die 2. Hier muss man so ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt einen höllischen Hall drauf und einen höllischen Gain, damit man das überhaupt noch hört, wobei ich hier ein Noise Gate habe. Also ihr merkt, ja, ansonsten würde es die ganze Zeit rauschen. Ist bei den Legato, klingt das halt immer ein bisschen geiler, wenn das alles ein bisschen dick ist. Aber man muss höllisch aufpassen, hier abzudämpfen, weil ansonsten, wenn man es ohne Abdämpfen macht, ja, man merkt hier, ist, alles geht um den Mix. Das heißt, man sollte es versuchen, so, ja, hier so sauber wie möglich. Also ich versuche mal hier so ein bisschen dran zu bleiben. Okay, weiter geht's. Wir haben den Pull-off gemacht auf die 5. Slide auf die 2. Dann Mittelfinger Tap auf die 12G. Ja, hier muss man aufpassen, dass man nicht sich selbst hier im Weg steht. Dann, während der Ton hier hält, wir können ein bisschen vibrieren, geht der Zeigefinger auf die 9. Ja, das ist eine sehr, sehr bekannte Steve-Vai-Technik. Wobei, das macht wahrscheinlich jetzt mittlerweile jeder. Ich habe es bei Steve-Vai zuerst gesehen. Und dann releasen wir und haben hier die 9. Note. Was Steve-Vai immer mal wieder macht, habe ich auch bei anderen gesehen, dass sie praktisch die Pentatonik hier so ein bisschen... ein bisschen ablaufen. Auch hier muss man aufpassen, weil ich die ganze Zeit hier rum bin. Muss so sauber wie möglich sein. So, also was haben wir jetzt gemacht? Wir haben hier von der 7 auf die 9 Slide, Backslide, Pull-off auf die 5, Slide auf die 2, Mittelfinger auf die 12, Zeigefinger geht auf die 9, Pull-off, jetzt kommen die letzten beiden und zwar mit dem Mittelfinger. Diesmal spielen wir, das ist so ein bisschen Sweep, 10. Bund B, Zeigefinger 8. Bund E und Slide auf die 5 und dann sind wir wieder zu Hause. Das ist eigentlich, kommt der aus dem hier, also praktisch wir machen hier so eine Art A-Moll-Pattern. Okay, also nochmal. Ja, so ungefähr, ich spiele es nochmal zum Playback-Track. So, und nicht vergessen, macht ruhig extrem langsam. Man hat keine Eile, wichtig ist, dass das alles schön sauber klingt. Und nicht zu hektisch, dass es alles irgendwie komisch ist. Also, los geht's. Ah, jetzt habe ich vergessen. Und so praktisch kann ich natürlich diese einzelnen Sachen wie den hier, ja, auch immer wieder verwenden oder auch den hier. Ja, ganz viele kleine Teile, also aus diesem Lick einfach einen kleinen Teil rausgreifen.
immer wieder im Repeat spielen und dann daraus praktisch seine eigenen Licks bauen. So, auch hier wieder einfach dieses Lick nehmen, ein bisschen rumprobieren damit, ein bisschen rumspielen, einfach gucken, wie man das Ganze ein bisschen für sich entdeckt. Wie gesagt, manche Sachen können ja auch sein, ah, das geht noch nicht so gut, dann mache ich es anders. Ich habe ja vorhin aus Versehen falsch gemacht, dass ich praktisch von der 2 gleich in 9 geslidet bin. Ja, dann habe ich gemerkt, oh, vergessen, nochmal zurück. Ja, geht auch. Also wie gesagt, hier ist Kreativität ist wichtig, aber ich würde trotzdem empfehlen, immer diese Licks einmal komplett spielen zu können, damit ich daraus Variationen mache. Denn ganz oft ist es dann so, wenn man zu viel variiert, dann vergisst man das Kernlick und eigentlich ist es wichtig, auch darauf aufzubauen, damit die Improvisation einfach einen roten Faden hat. So, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Lick und bis bald.